Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ejuden Chronicle Rising. Musste ich jetzt wirklich mal überlegen. Ja, was habe ich in der Aufnahmepause gemacht? Ich habe ja zu euch gesagt, ja, ich werde diesen Runenboss da, diesen Golem da widerlegen. Das konnte ich nicht machen, der war nämlich irgendwie nicht mehr da. Wahrscheinlich muss man an der Dungeon irgendwie neu starten oder wir sind jetzt an der Storystelle, wo der halt einfach nicht neu erscheinen kann. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen diesen Runensteinen oder was wir da gefarmt haben. Keine Ahnung. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich bin hier so ganz kurz immer diesen Weg hier abgelaufen. Ich zeige euch das aus einem Grund, weil ich das eigentlich recht interessant fand. Erstens zum Leveln und ich glaube so langsam, dass sich auch hier schon mein Glück hier so ein bisschen widerspiegelt. Auch wenn wir hier noch am Anfang des Games sind, ist schon klar. Nur an einer Stelle, wo wir die 500 Bakwa da sammeln konnten, die konnte ich immer mitnehmen und ich habe eigentlich auch an einer anderen Stelle immer auch wieder so ein wertvolles Objekt oder sowas rausgezogen, so ein wertvolles Fossil und so. Es ist, denke ich mal, nicht krass wichtig, aber oh, das war, glaube ich, auch immer die Stelle hier. Ist natürlich jetzt nicht so, aber ich zeige es euch trotzdem gleich, wenn wir das Ganze hier mal beenden. Ja, und wie gesagt, 500 Bakwa, was ja für uns relativ viel Crit-Chance oder dann auch wieder Glückserhöhung ist, sobald wir Weizen finden und so. Ich fand es halt eigentlich mal interessant, das wieder zu zeigen. So habe ich mir es zumindest mal gemerkt. So, mal gucken, ob ich noch irgendwie dann doch noch was finde. So, ich bleibe hier immer auf der Hauptheldin halt drauf, auf CJ. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann auch sein, dass ich es gerade falsch in Erinnerung habe, denn ich habe hier einen neuen Aufnahmetag. Ich muss mal gerade gucken, ob das wirklich an der Stelle war, wie ich es gerade annehme. Ups, was mache ich da? Ihr seht schon, da kommt kaum noch Damage durch. Das ist halt richtig krass. So, den hauen wir einfach mal so weg. Hier mit unserem Zweitschar mit Geru. So, tschüss. Ich bleibe nicht so gerne auf ihm wegen dem Glückswert. Ich denke mal, dass das eine Rolle spielt, mit welchem Helden ich da zuschlage und so weiter. Ja, und hier oben jetzt gleich, da konnte man immer 500 Bakwa halt abstauben, was wie gesagt für uns zwei Level sozusagen sind, was jetzt diese ersten, oder nicht Level, zwei Trankbuffs, was jetzt die ersten Tränke hier angeht. Kann sein, dass das später völliger Humbug ist und es viel, viel bessere Stellen gibt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber jetzt hier am Anfang ist es eigentlich eine schöne Farmstelle hier, der Kram, genau hier an der Stelle. Peng. Und da kann man sich alles Mögliche mitholen. Wie gesagt, 500 Bakwa unten links, seht das. Das ist schon ganz nice. Das ist uns ja schon beim ganz normalen Durchgang halt aufgefallen, dass das so ist. Und läuft halt. Ja, jetzt könnt ihr hier oben noch vorbeigehen, könnt ihr noch so ein paar Gegner machen. Muss man auch nicht machen. Ich glaube, die Gelee-Schleime hier sind noch wichtig für die ersten Rüstungen. Ihr könntet hingehen und jetzt auch Rüstungen und Waffen hochsetzen und macht dann noch mehr Damage und seid noch schneller durch. Und dann sind die wahrscheinlich hier alle One-Hit und so. Mal gucken, wie ich jetzt weitermache, ob ich jetzt genauso einfach mal weitermache. Keine Ahnung. Also jetzt an der Stelle so dranbleibe, was jetzt hier das Farmen gerade angeht. Also das war das Nutzen. Oder ob ich jetzt einfach weitermache. Mal gucken. So, wir sollen in die Lava-Ruinen. Ich zeige euch noch ganz kurz an dieser Stelle mit den Vasen, wo wir eben waren, habe ich ja gesagt. Oder wenn ihr das genauso spielt, wie ich jetzt gemacht habe, habt ihr mit dem Glückswert anscheinend, mit dem Glückswert, der den CJ hier jetzt schon hat, habt ihr dann die Chance, ich reiß mal gerade schnell wieder zum Schlund, habt ihr dann halt die Chance, da so ein Dreier-Gegenstand zu bekommen. Ich zeige es euch jetzt noch ganz kurz. Hier habe ich jetzt die Chance oder habe das Glück nicht gehabt. Das war jetzt das erste Mal tatsächlich, gerade wenn ihr dabei seid, ist natürlich klar. Gehen wir mal kurz ins Lager. Und zwar waren das Sachen hier unten, diese wertvollen Fossile da. Ja, Monsterfossil habe ich einmal bekommen. Antiker Schrott habe ich ein- oder zweimal bekommen. Weiß schon gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich, ich hätte es öfter bekommen. Keine Ahnung, aber das werden wir ja auf jeden Fall auch verkaufen können. Und das ist natürlich dann auch mega, um unsere Helden dann dauerhaft zu steigern. Jetzt haben wir hier 3500 Bakwa und wir haben hier die Sachen, die ich dann bei dem antiken Typen da irgendwie verkaufen könnte bald. Ja, da geht's, denke ich mal, ordentlich ab. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die Lava-Ruinen. Ich denke mal, das ist einfach der Weg geradeaus weiter. Wir haben ja den Golem besiegt. Haben jetzt, wie gesagt, auch noch ein, zwei Level konnte ich in der Zeit hier machen. Das geht dann ja easy mit dem Durchbrettern da. Ja, und jetzt dürften wir da eigentlich ganz gut gestellt sein, auch wenn ich nur mit Half-Life rumrenne. Durch meinen hohen Verteidigungswert kriege ich auch nicht so viel Schaden jetzt da reingebrettert. Macht auf jeden Fall nach wie vor richtig Laune und jetzt gucken wir mal, was storytechnisch passiert. Riesiges Schlüsselloch. Traumhaft.
und Musik. Das sind also die Hügel. Sie sind sogar noch cooler, als ich dachte. Hätte nicht gedacht, dass sie so tief gehen. Ein wilder Gedanke, dass dies hier unter dieser schäbigen kleinen Stadt liegt. Ich rieche Ärger, halt die Augen offen. Meine Nase irrt sich nie, vor uns liegt etwas Übles. Der Fluch des bösen Zauberers. Der was? Der böse Zauberer, bestraft von den Göttern und in den Ruinen versiegelt. Ich wette, er ist es. Ich nehme diese Wette an. Gesellschaft, hast du ein Problem, Freund? Ich rieche strenger als ich, keine Ahnung. Garou, das sind Banditen. Das sind die, die Hogan angegriffen haben. Banditen, diese linsenbesessenen Spinner, von denen dieses seltsame kleine Mädchen gerettet hat. Danke, dass du dich um den Erzgolem gekümmert hast, kleine Dame. Jetzt rück die Linse raus und es wird keinen Ärger geben. Ärger? Ha, für euch vielleicht. Habt ihr schon vergessen, was bei unserem letzten Treffen passiert ist? Ja, das riecht alles schwer nach storytechnischer Niederlage, die wir gleich erleiden. Jetzt kommt gleich der böse Magier, haut uns die Rübe ein und holt die Linse oder so. Dann sehen wir mal, was dieses Mal passiert. Wie? Los, Junge, alle vorwärts. Ich bin Level 10 und super geil auf Crit geskillt und so. Ah, okay. Ah, Fernkämpfer, sehr geil. So, gibt's hier ein bisschen XP? Oh, da hat tatsächlich sogar ordentlich. 140, was geht denn ab? Sehr geil. Auchi, auchi. Uff, das, was macht so ein Dreikäsehoch wie du überhaupt mit einer solchen Bestie? Zieht euch zurück, Jungs. Wir kommen einfach später zurück und durchsuchen ihre Leichen nach der Linse. Was denn? Ich habe euch alleine vermöbelt. Ich habe den gar nicht gebraucht, das Monster da. Wartet mal, ihr habt diese Linse gestohlen oder nicht? Gebt sie her. Oh, nee. Nehmt das. Och, ja, eine Feuerwand, wo wir nicht weiter können. Oder Felsen, die runterfallen. Oh, ey, wir sind so schäl. Jetzt haben wir echt die Linse verloren. Ah, was war das? Mir klingeln immer noch die Ohren. Runenpatronen. Ich habe schon einmal welche gesehen. Es gibt kaum Zauberer, die sie herstellen können. Runenpatronen? Wie konnten diese Banditen Runenpatronen in ihre dreckige Hände bekommen? Gute Frage. Und wie sind sie überhaupt hier reingekommen? Ich bezweifle stark, dass sie den entsprechenden Papierkram erledigt haben. Vielleicht haben sie die Wachen bestochen oder so. Dabei sind eine Menge Abenteurer unterwegs. Sie wären in 0, nichts entdeckt worden. Es gibt einen anderen Weg. Nein, das gefällt mir nicht. Zu verdächtig. Gehen wir zurück und erzählen der amtierenden Bürgermeisterin davon. Es waren nur ein paar Banditen. Du machst dir zu viele Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen um mich selbst. Wir müssen den anderen Abenteuern und Begleitern sagen, dass sie aufpassen sollen. Einfacher gesagt als getan. Zeit, dein Schwert einzusetzen. Los, Garou. Los, Garou. Jo, los, Garou. Los! Ich sage doch, das sind zu viele. Ich würde mir den Arm brechen im Versuch, da durchzukommen. Machst du Witze? Und jetzt sind wir hier unten lebendig begraben? Beruhige dich, es muss irgendwo einen anderen Ausweg geben. Auf geht's. Und wo? Der Hinkelstein. Wir müssen den Hinkelstein finden. Hinkelstein? Das uralte Steintafelding? Genau, da ganz genau. Es gab einen alten Hinkelstein im großen Wald, komplett zertrümmert. Der Fels, den ich gesehen habe, als wir uns im Wald zum ersten Mal getroffen haben. Aber warum sollte es hier einen davon geben? Warum ist jetzt nicht wichtig. Konzentrier dich auf das Wo. Vertrau mir einfach. Ist das dann so ein Portstein? Die Runenhügel. Die mysteriösen Ruinen sind in der Region als Runenhügel bekannt. Die Entdeckung der Runenhügel brauchte unzählige Abenteurer auf der Suche nach Ruhm und Reichtum nach Neuen Neva. Blitzmonster liegen darin auf der Lauer. Jo. Quest abgeschlossen. Ein Träumchen. Ich sollte mich mal genau umschauen nach diesem Gegenstand, der 100 Bakwa wert ist. Vielleicht finde ich den irgendwo in der Stadt wahrscheinlich. Weil, dass ich den Antiquitätenhändler da irgendwie mal freischalte oder wer auch immer das dann ist. Macht auf jeden Fall echt sehr viel Spaß, das Game, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir nicht. So, ich bleib jetzt... Ah, okay. Ich bleib jetzt trotzdem mal auf ihr wegen der Crit-Chance und was weiß ich. Und dem Loot-Glück, dem vermeintlichen, was ich mir da so einbilde, was noch super schlechter wert ist. Und Spieler, die im Endgame sind, lachen sich über meine Aussagen kaputt, ist mir schon klar. So, hier, den da.
Oh, geschockt, geschockt. Und ziemlich viel Damage oder auch nicht. Jo, alles klar. Oh, jetzt habe ich so einen Schock-Debuff auf mir drauf. Okay. Ich glaube, bei jeder Attacke oder sowas. War das jetzt so? Bin ich so geschockt worden? Oder es war ein zeitlicher Debuff? Keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden? Warte. Ist das da nicht ein Hinkelstein? Das sind Hinkelsteine, okay. Definitiv dasselbe Muster wie im Wald, aber dieser hier scheint in besserem Zustand zu sein. Wir brauchen eine Magierin, die die wegkloppt oder so. Hier ist eine Einkerbung. Sieht aus, als könnte man etwas hineinstecken. Du musst doch etwa, du meinst doch etwa nicht, die Runenlinse könnte ihm Energie liefern. Mein Großvater hat mir mal so etwas erzählt. Sogar eine Runenlinse von niedriger Qualität könnte schon ausreichen, glaube ich. Nicht, dass es irgendetwas ausmacht, solange wir keine haben. Wow, woher hast du diese Runenlinse? Einfach pst, pst, bitte. Er lebt. Achso, die meinen den Stein. Ich hab die ganze Zeit den rechts gemeint, den Stein rechts. Okay, der geht wirklich nur über die Magierin weg. Und der Runenstein in der Mitte natürlich. Oh Gott. Der Hinkelstein in der Mitte. Alles klar. Warten wir auf irgendetwas? Dieses verlogene Drecks. Warum funktioniert das nicht? Ich werde hier unten sterben. Nutzloser Felsklumpen. Mach irgendwas. Anscheinend muss man da ein Rätsel lösen oder sowas, den Weg nach oben. Seht ihr das so irgendwie? Die Energie muss sich nach oben füllen oder sowas. Lass mich mal sehen und mir das überlassen. Oder es passiert jetzt einfach storytechnisch. Vielleicht aber auch so ein Minispiel. Hier ist also eine Art Inschrift. Sieht aus wie der Hinkelsteinschlüssel, von dem mir mein Großvater erzählt hat. Mal sehen. Könnte echt ein Rätsel sein. Ah, mir auch, sage ich doch. Linsenbetriebene Vorrichtungen. Geheimnisvolle Maschinen, die mit Runenlinsen betrieben werden. Der Schlüssel zum Erwecken ihrer Macht liegt in dem Rätsel, das man bei ihnen findet. Rotiere die Blöcke und verbinde die Pfade, um ihre Macht zu enthüllen. Sehr geil. Ja, ist ja easy. Aber spaßig. Cool. Das war's. Genau, das meinte ich mit Weg nach oben. Das sah man ja schon hier auf dem Steinchen. Ja, na bitte. Traumhaft. Hä, was? Was? Power Ranger Beam! Scotty, beam mich hoch! Oder wohin auch immer. Bin ich jetzt gelandet? Wir sind draußen, wir sind wirklich draußen. Ich glaube, ich muss brechen. Also ist dieser Hinkelstein wie ein Portal zu dem in den Hügeln. Ich wette, genau so sind die Banditen reingekommen. Aber woher weißt du von dem Hinkelstein, Garou? Ich habe sie einfach bemerkt. Als Söldner sieht man alles Mögliche auf dem Weg. Ja, ich bin eindeutig kein Söldner, weil mir ist der Stein nicht aufgefallen. Ich war bei dem ganz anderen Stein. Und was ist mit der Runenlinse, die wir zum Aktivierung benutzt haben? Wo hast du sie denn jetzt her? Ich habe sie gefunden. Sie steckt in diesem zertrümmerten Hinkelstein im Wald. Ich habe in der Stadt Gerüchte darüber gehört, bin losgezogen, um ihn zu untersuchen und fand die Linse, die im Stein feststeckte. Laut dem, was ich höre, soll es eine ganze Menge von diesen Teilen in der Umgebung geben. Ist das so? Entschuldige, Freund, aber wo sind wir hier? Das ist der Bauernhof, direkt außerhalb von Neu-Neva. Tut uns leid, dass wir einfach so hier reinplatzen. Geht es dir gut? Mein Name ist CJ und dieser große Kerl ist Garou. Wir sind Abenteurer. Wir waren gerade hoch in den Hügeln. Oder noch in den Hügeln. Ich bin Ayus. Dieser Bauernhof gehört mir. Nicht, dass ich seit dem Erdbeben noch viel Hofarbeit betreiben könnte. Wenn meine Augen mir keine Streiche spielen, scheint es so, als wärt ihr beide geradewegs aus diesem Felsen rausspaziert. Das stimmt. Scheint, als wäre dieser Felsen mit den Hügeln verbunden. Das gibt's doch nicht. Hast du in letzter Zeit irgendwelche zwielichtige Typen hier rumlungern sehen? Banditen oder so? Nicht, dass ich wüsste. Die Hunde haben in letzter Zeit auch nicht gekläfft, also haben sie auch nichts gesehen. Außer euch beide jetzt gerade. Dann müssen die Banditen sicher einen anderen Hinkelstein benutzen. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Fels so besonders ist. Ich dachte immer, er wäre einfach ein altes Monument der Vormenschen. Ich wusste es. Ich werde diesen Bauernhof niemals wieder eröffnen können. Hattest du eine große Wiedereröffnung geplant? Ich habe darüber nachgedacht. Weizen, Glück, genau, da ist es doch.
Auf Nachfrage der Bürgermeisterin, laut ihr gibt es nicht genug Nahrung für euch Abenteurer. Leider habe ich nicht, was ich benötige, um die Scheune wieder aufzubauen und auch keine Saat für Feldfrüchte. Ayus, vielleicht ist heute dein Glückstag oder meiner, vielleicht auch mein Glückstag, wir helfen dir gern. Hä? Oh, tun wir das? Ein paar Scheunenmaterialien und Samen sollen für den Anfang reichen. Sollte leicht sein, das in dem Wald dort drüben zu finden. Jawohl. Hast du die Banditen vergessen, die hinter dieser Linse her sind? Oder hast du einfach ein viel zu weiches Herz? Zur amtierenden Bürgermeisterin gehen, ihr von den Banditen erzählen und zurück zur Schatzsuche. Das war der Plan, oder nicht? Mit leerem Magen kann ich nicht viel ausrichten, oder? Wenn es kein Essen gibt, dann kann auch niemand auf Schatzsuche gehen. Außerdem denken diese Banditen, wir seien tot. Sie sind wahrscheinlich immer noch da und durchwühlen den Schutt nach der Linse des Erdgolems. Es wird eine Weile dauern, bis sie alles umgegraben haben. Ich schätze, wir haben Zeit für einen kleinen Umweg. Außerdem würde eine Nahrungsknappheit die Schenke vermutlich auch betreffen, weißt du. Schön, bringen wir es einfach hinter uns. Sehr schön, das ist tatsächlich schön. Mysteriöse Steinsäulen, die überall in der Stadt stehen. Sobald die Säulen durch das Einsetzen der Runenlinse aktiviert werden, teleportieren sie alles, was mit ihnen in Berührung kommt, an einen anderen Ort. Offensichtlich haben sie eine Verbindung zu den Runenhügeln. Sehr schön. Jo, haben wir so ein bisschen Currypulver und lila Schleimchili. Wunderbar. Quest abgeschlossen. Ein Träumchen. Auf der anderen Seite. Ach so, genau. Und jetzt kann man sich hier zu den Runenhügeln porten. Sammle Agrarsamen im großen Wald. Sammle Bauholz im großen Wald. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Macht auf jeden Fall nach wie vor mega Laune. Und dann können wir bald auch unsere Helden hier buffen. Wo sind wir jetzt hier? Ah, okay. Jetzt sind wir Hingelstein am Bauernhof. Jetzt sind wir dort. Wunderschön. Ja, haben da mehr entdeckt. Genau, sieht man auch jetzt hier, Neu-Neva, 70% entdeckt. Sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Macht mega Laune. Bis zum nächsten Mal. Ciao.